Die Frauen am virtuellen Brunnen im September 2022. Und heute wollen wir sprechen über Manipulation. Die, die wir selber machen, anderen gegenüber, uns selbst gegenüber und die, die auf uns zukommt. Mal gucken, was sonst noch so alles rauskommt. Und was kann man, ich will nicht sagen dagegen machen, aber wie kann man sie vielleicht vermeiden? Was kann man tun, damit man weder manipuliert wird, noch selber manipuliert? Und wie immer sitzen wir am Brunnen. Eigentlich kennen wir uns ja schon, aber für den Fall, dass jemand mal zuschaut, sagen wir trotzdem nochmal, wer wir sind und ein kleines bisschen Check-in. Und ich würde gerne mit der Monja anfangen. Ja, also ich bin in Wien, Mitteleuropa. Es ist so ziemlich das meiste im Umbruch. Wir haben sehr mit Inflation zu kämpfen. Oder kämpfen, ich weiß nicht, aber jedenfalls, es gibt kaum Mittel dagegen anzutreten. Und wir kriegen von der Regierung 500 Euro Klimabonus, jeder Einzelne, alleine das auszuschicken, weil sie die Millionen das schon wieder sind. Es ist alles so skurril allmählich geworden. Also ich kann nur möglichst still sitzen und auch achtsam sein. Und das Thema der Manipulation, also wie weit sollen wir wohin manipuliert werden, ist irgendwo auch aufgetaucht bei mir. Das heißt, ich bin nicht wirklich rosig gelaunt, aber mein Mann und ich haben jetzt Puzzles, wir machen seit 2 Jahren Puzzles. Und wir haben jetzt ein Puzzle entdeckt, wo die Vorlage nicht stimmt. Das heißt, es ist die Vorgabe, was passiert als nächstes. Und also zum Beispiel, wir haben also jetzt zuletzt einen Hundefrisiersalon gehabt, wo ein Hund bei der Tür hereinstimmt. Und daraufhin sind alle anderen also im Chaos. Und du kannst dich eigentlich nach nichts orientieren, du musst das selber zusammensetzen. Und mein Mann ist ganz süchtig auf das geworden. Also das Unbekannte zusammenzusetzen, um jetzt endlich dorthin zu kommen, wo ich hinkommen will, das Unbekannte zusammenzusetzen aus dem, was wir in der Hand haben, ist sicher eine zeitgemäße Beschäftigung, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht. Ja, ich gebe gerne weiter an die Marie Rose. Ja. Wo bin ich dran? Mir geht es gerade gut. Ich war heute im Wald, mal wieder nach langer Zeit allein im Wald. Und es waren so schöne Bäume da, so schöne, riesig große Bäume da. Und das ist eine Stelle, wo es eine Reihe alte Brunnen aus der Römerzeit gibt. Also was ganz Spezielles. Die haben das Wasser... Da wirklich eine Reihe. Es sind 10 Brunnen in einer Reihe, so alle 20 Meter ein Brunnen, um ein Tal, was sie aus einem Tal hochgezogen haben, um einen anderen Ort auf der anderen Seite mit Wasser zu versorgen. Also schon eine riesige Anlage in dem Sinn. Aber der Wald ist wirklich wunderschön da. Ich war schon mal da gewesen. Ja, das Thema Manipulation spricht mich gerade gar nicht an, obwohl ich weiß, dass das Phänomen existiert und letztendlich das Phänomen irgendwo überall, man kann es überall finden, infiltriert. Es gibt konstruktive Manipulation und destruktive Manipulation. Mal sehen, wo wir heute landen. Ich gebe weiter an dich, Annalisa. Ja, danke schön. Im Moment bin ich gerade in Ungarn und fühle mich auch gerade wie ein Wanderer zwischen den Welten, wenn man so will, weil mich gerade ziemlich viele Themen beschäftigen und insbesondere auch, wie es weitergehen könnte, auch beruflich weitergehen könnte. Und es tauchen Ideen auf, die aber alle noch nicht so ausgegoren sind. Also ich bin gespannt, wie das... um bei der Monja anzuknüpfen, wie das Puzzle sich weiterentwickelt. Das ist gerade chaotisch und es gibt keine Vorlage, so fühle ich mich gerade. Ich habe in meinem Leben schon ziemlich viel
Manipulationen selber erlebt und ich glaube auch selber gemacht. Zumindest an ein paar Stellen bin ich mir auf die Schliche gekommen und finde das Thema sehr spannend, weil immer wieder auch so wie eine, so eine verdeckte oder die Grenzen sind schleichend, wo ist es vielleicht hilfreich, ein bisschen suggestiv sozusagen unterwegs zu sein oder wie ehrlich, wie ehrlich ist mir ja, schwer zu sagen, sinnvoll oder also sich selbst zu belügen ist sicher nicht sinnvoll, aber es gibt Situationen, da ist es ganz lebensrettend sein, sagen wir mal so. Und damit gebe ich weiter an die Anna. Also einen schönen Abend in die Runde. Ich komme, wie ihr wisst, vom Tanzen und es war unglaublich schön. Also das tut mir einfach gut, da ist so viel eben Körpernähe und Wärme und Innehalten und dann darf man einfach, oder ich mache das, einfach mich in den Schoß von irgendjemand legen, auch von jungen Männern. Also es ist unglaublich und ich bin auch entspannt also damit, weil ich nichts erwarte. Ihr habt rausgehört, dass Manipulation das Thema ist. Da fällt mir natürlich ein, Ungarn, ich habe in Ungarn meine NLP-Master-Ausbildung gemacht in den Ferien und da habe ich gelernt, man kann nicht nicht manipulieren. Also so ähnlich wie Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn ich das Bild nehme, sondern wir alle sind Zellen des großen Menschheitskörpers und wir beeinflussen uns gegenseitig. Genau, aber Bewusstheit ist eben, mehr kann ich jetzt momentan noch gar nicht dazu sagen. Ich freue mich, dass ich jetzt hier dabei sein kann. Die Heidi, wenn ich dich sehe mit dem roten Vorhang, dann denke ich, das ist hinter dir ist eine Bühne. Nein, hinter mir sind nur Bücher, die ich gut versteckt halte. Nee, weil da auch nämlich Licht durchgeht und tagsüber würde ich dann sonst gegen das Licht sitzen. Und ja, schön rot. Ich mag rot. Ja, für mich ein kurzes Check-in. Ist es kühl geworden vergleichsweise? Tagsüber schon noch warm, aber abends, oh wow, oder früh morgens. Es fühlt sich kühl an. Im Winter wäre das ja warm, was jetzt ist, nicht? Aber man ist noch so gewöhnt an den Sommer. Also wir werden sozusagen jetzt vom Wetter manipuliert, dass wir denken, es ist kalt. Aber eigentlich ist es ja doch noch warm. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Meine Hündchen, denen geht es auch gut. Und ja, ich habe heute gerade wieder ein paar Salate gepflanzt und mein Garten fängt jetzt wieder an, sich zu erholen, denn im Sommer war das zu heiß. Manipulation, wir sind deswegen drauf gekommen, weil du, Monja, gesagt hast von irgendeinem Buch. Nicht? Was das, warst du das nicht? Nein, ja, ich war nicht das Buch. Ja. Aber zum Beispiel heute war eine Meldung, es hätte eine Klimademonstration sein sollen, die wurde aber abgesagt, weil es zu kalt ist. Das ist ja klasse. Haben wir nicht eigentlich Erwärmung oder irgend sowas? Krass. Ja, also es hat nicht gepasst. Also wurde es. Und noch etwas ist mir eingefallen. Mein Mann und ich waren heute ein Volksbegehren unterschreiben. Da muss man also ins Magistrat gehen und endlose Gänge. Also es wird einem nicht leicht gemacht. Und zwar haben wir dagegen unterschrieben, dass das Bargeld abgeschafft wird und dafür unterschrieben, dass die Rundfunkgebühr abgeschafft wird, weil unser Rundfunk ist also ein Skandal, von wegen Manipulation. Und dann gab es noch eine Unmengenliste, ich habe nicht gewusst, dass so viele Volksbegehren derzeit laufen. Und auch ansuchen, dass du unterstützt, dass überhaupt einmal ein Volksbegehren beantragt wird. Zum Beispiel gab es eins über Neutralität, ob Österreich neutral bleiben soll, ja oder nein. Und dann habe ich mir gedacht, also wie weit wird durch diese Art, wie dir das eigentlich gar nicht leicht gemacht wird, sowas zu unterschreiben, also einen Willen zu bekunden, ob das eben auch schon Manipulation ist, dass ich also irgendwo ganz hinten in einem langen Gang, also endlos, in einem anderen Gebäude und in einem anderen Stock als sonst immer üblich war,
Also ich glaube, die Art der Manipulation ist so fein geschliffen geworden und so vielfältig, dass also 1984 eigentlich ein Klacks dagegen schon ist. Ich habe, also unser, und daher auch unser Rundfunk, der also von Werbung, also wirklich strotzt, also von der öffentlich-rechtlichen Rundfunk strotzt von Werbung. Und trotzdem wollen sie also eine Gebühr und dann noch eine extra Gebühr, die du alle 5 Monate zahlen musst und so weiter und so weiter. Also es ist im Detail, wird es euch nicht interessieren. Aber wenn du auftrittst, hast du also nur Nachrichten von dem linken Spektrum der Politik. Du hast nichts von der Mitte und von rechts natürlich nur, das sind die ganz Bösen. Also die Linken sind ja nie böse, sondern es sind immer nur die Rechten, die Bösen. Und das wird aber so konsequent durchgezogen, also wir sind nicht die Einzigen, denen das also schon längst aufgefallen ist. Und aber du kannst dich nicht abmelden, weil sonst könntest du also überhaupt nicht fernsehen und so weiter und so weiter. Und was, wie man sich dagegen, ich will nicht sagen, zur Wehr setzen kann, aber wie man da nicht mitspielen kann, außer eben die Austaste, knüpfen fällt uns noch nicht viel ein. Mein Mann ist natürlich auch, er hat ein Netzwerk und da schreibt er immer unermüdlich und zeigt das alles auf und, aber ja, ob das Wirkung hat, ist also eine andere Geschichte. Ich weiß, also was mich am Thema Manipulation noch interessieren würde, woran merke ich, wenn ich selbst manipulieren will? Und woran merke ich, wenn ich manipuliert werden soll? Also das sind, glaube ich, unterschiedliche Sensorien, die wir da haben, glaube ich. Und du hast von konstruktiver und destruktiver Manipulation gesprochen. Ja, Erziehung ist natürlich auch Manipulation, wenn du es so sehen willst. Ne? Also die Stufen, lieber Stufen zu durchlaufen, von archaisch bis eben unsere Kommunikations integrale Stufe. Manipulierst du dich dorthin oder was bewegt dich überhaupt dazu, dich verändern zu wollen, zum Beispiel? Die stelle ich nur in den Raum. Also jetzt, ja, ist genug an Fragen. Ich wollte dich noch fragen, wie geht es dir damit, wenn du da jetzt dahin gegangen bist und gemerkt hast, es wird dir so extra schwer gemacht, deine Meinung sozusagen zu verbriefen? Wie geht es dir damit? Ja, ich käppel vor mich hin. Das ist ja mal lautstark. Aber zufällig sind wir auf einen Mitarbeiter gestoßen, der hat uns durch die ganze Gegend relativ schnell durchgelotst. Weil da war schon ein Schild beim ersten Tür. Einlass nur auf Termin. Ja, du hast keinen Termin, wenn du dort unterschreibst. Es war mal eine Fehlmeldung, ne? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dort dann im Raum selber saß jemand an einem Computer und jemand daneben und du hast ihm gesagt, was du willst und der hat es eingetippt. Ob es drinnen ist, weiß ich nicht. Du hast eine Bestätigung, also du hast unterschrieben auch auf einem Papier. Ob das verschwindet, weiß ich nicht. Das sind also so die Dinge, die ich mir früher nie gedacht hätte. Aber ja, also es wurde auf eine Art und Weise aufgezogen, wo du eigentlich nichts in der Hand hast, ob du dort warst oder nicht. Und auch das finde ich, habe ich also irgendwo seltsam gefunden. Wenn man sich schon die Mühe macht, hinzugehen, es sind mehrere Leute immer gekommen. Also wird schon angenommen, aber ob es also wirklich auch dann registriert ist,
weiß ich nicht. Und so misstrauisch zu sein, also das ist auch für mich ungewöhnlich, aber jetzt bin ich es auch schon geworden. Ja. Magst du was dazu sagen, Marie-Rose, zu dessen positiven und negativen, oder was hast du gesagt, konstruktiven und destruktiven? Man hört dich jetzt gerade nicht. Ich habe noch nichts gesagt. Ja, okay. Ja, bei konstruktiv habe ich auch an erster Stelle jetzt in der Erziehung gedacht, weil kleine Kinder im Alter, wo Rituale und Strukturen wichtig sind, das ist eine Form von Manipulation, die aber durchaus gebraucht wird. Mhm. Auch sonst sehe ich, manchmal ist es schon auch gut, jemanden zu überzeugen. Ich nenne es dann überzeugen wollen. Das kann gut sein. Muss nicht, kann. Ja, da sind wir dann wieder in der Frage, was braucht jemand? Und das hängt vom Weltbild ab, in dem er verortet ist. Also ich habe ein Beispiel, wo es nicht unbedingt vom Weltbild abhängt. Wenn ich Menschen zeige, wie ihre Stimme eigentlich sein könnte, dann mache ich wirklich ganz bewusst Manipulation. Und zwar sowohl körperlich als auch ein bisschen psychologisch. Ne? Zum Beispiel, wenn einer gekommen ist und gesagt, ich singe aber nicht. Habe ich gesagt, brauchst nicht singen. Ne? Und da habe ich das so gemacht, dass sie am Ende gesungen haben. Uns gar nicht gemerkt haben. So. Und das ist ganz definitiv konstruktive Manipulation. Und dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Ja. Also kommt es auch auf, wie soll ich sagen, auf ethische Grundsätze an. Mache ich das für den Menschen oder mache ich das gegen den anderen, nicht? Das ist so ein Stichwort, dieses Manipulation kenne ich aus dieser NLP-Zeit eben, und da habe ich mich dann abgewandt, nachdem ich die Ausbildung beendet hatte, weil mir das eben zu manipulativ im Sinne von wirtschaftlich war. Also sozusagen pure Egoismus auf dieser Verkäuferebene, dass man eben einen anderen dazu bringt, etwas zu kaufen. Also das ist so die, finde ich eben, die destruktive Art der Manipulation. Und die konstruktive, so wie du das sagst, Heidi, ist eben eigentlich, wenn ich jemand wirklich die Wertschätzung ausdrücke oder, keine Ahnung, Lob ist ja verpönt, zum Beispiel in der GfK, aber eine aufrichtig gemeinte Wertschätzung oder eine Ermutigung, dann ist es eine konstruktive Manipulation ins Potenzial hinein, in die Möglichkeit eines Menschen hinein. Mhm. Ich möchte kurz Rehabilitation von NLP machen. Das ist nicht nur zur Manipulation da, damit du was kaufst. Ne? Man kann damit auch therapeutisch arbeiten und zwar ziemlich erfolgreich, was auch letztendlich eine Art von Manipulation ist. Und da kommt es entweder, welches Ziel hast du damit? Ja? Ob du jemanden übers Ohr hauen willst oder ob du ihm helfen willst? Ja? Insofern. Und vielleicht auch, ob man mit dem, ich sage es mal, mit dem Klienten zusammen Fragen erarbeitet, die helfen, Blockaden aufzulösen. So habe ich es zum Beispiel gelernt aus einem Buch von der Nancy Klein, die so Time to Think heißt es, fand ich total spannend. Der Ausgangspunkt ist, die Lösung für ein Problem existiert im gleichen Kopf wie das Problem selbst. Mhm. Und es ist in erster Linie eine Zuhörtechnik, also ganz viel zuhören und beobachten und solange jemand denkt, ihn auf keinen Fall dabei unterbrechen, selbst wenn er nicht mehr spricht. Und dann gibt es eben so einen Moment, wo man gemeinsam mit dem, der an einem Thema arbeitet, eine Fragestellung erarbeitet, die dazu helfen soll, Denkblockaden aufzulösen für den Moment. Und natürlich ist es eine Manipulation,
so zu fragen, dass die Denkblockade gerade nicht wirksam ist, aber das ist ein Schlüssel dafür, dass neue Ideen kommen können aus dem gleichen Kopf, wo das Problem existiert. Und das fand ich total spannend. Und das ist wie, wenn man so will, eine offene Manipulation. Also man formuliert die Frage, fragt, passt es so für dich? Hilft es dir? Und dann probiert man es einfach aus. Aber ich gebe keine manipulativen Vorschläge rein oder Ideen rein oder ja, sondern versuche einfach den Weg zu bereiten, damit jemand die Lösungen entdecken kann, die eigentlich schon da sind und die nur durch eine eigene Blockade nicht ans Licht kommen können. Da komme ich auf. Das würde ich jetzt nicht mehr Manipulation nennen, wenn es so bewusst angegangen wird. Also Manipulation würde ich halt immer diesen unbewussten Aspekt dazugehörig sehen. Ja. Also in meinem Fall nicht. Das ist wirklich sehr bewusst, was ich mit den Schülern mache. Ja, du bist bewusst, aber die machen. Das Opfer, sage ich mal, das Opfer weiß nicht, was gerade mit ihm geschieht. Dann nenne ich es Manipulation. Der Täter, ja, genau, der ist manchmal bewusst und manchmal nicht bewusst. Ja, genau. Aber was Anna-Lisa jetzt erzählt hat, da wird ja auch bei dem Opfer, ist jetzt blöd, ne? Also bei dem Angesprochenen, wird ja versucht, dass der im Bewusstsein bleibt, im Bewusstsein dessen, was geschieht. Die Monja hat vorhin gesagt, woran erkenne ich, wenn ich manipuliert werde? Also ich persönlich erkenne das, dass ich dann irgendwie so fast grimmig werde oder komisch irgendwie so, dass ich mir zusammenziehe, irgendwie was... So ein Gefühl innerlich, selbst wenn ich äußerlich noch grinse, aber innerlich ist irgendwas, was sagt, so. Wie seht ihr das? Was passiert bei euch? Also ich merke es oft sehr, sehr viel später leider. Also wenn ich Glück habe, ist so ein, irgendwas ist hier gerade komisch in der Situation. Das ist aber, glaube ich, eher selten. Ich bin schon auf ziemlich viele Manipulationen reingefallen, sage ich jetzt mal. Und es kann bisweilen sehr lange dauern, bis ich draufkomme, dass da jemand manipuliert hat. Ich bin eher jemand ich vertraue schnell oder finde Menschen erstmal glaubwürdig. Es ist dann noch eine zusätzliche Frage, wie lange dauert es, bis man es wirklich merkt, bis es ins Bewusstsein kommt, nicht? Wenn ich denke, dass es im Unterbewusstsein viel früher ist, als bis man das so merkt, so richtig. Also bei mir ist es jetzt schon sehr schwierig geworden, mich zu manipulieren. Aber es erheitert mich eher, wenn jemand, sagen wir vor allem mein Mann, mit dem ich ja doch... Also wenn du jetzt aufgestanden bist, falls du in die Küche gehst, könntest du mir das mitbringen? Dann sage ich, nein, ich gehe jetzt nicht in die Küche, aber ich bringe dir das. Und so. Also es ist, also die verbale Manipulation durchschaue ich schon sehr gut jetzt. Egal von wem und wie. Und das war früher auch nicht der Fall. Also ich habe jedem immer einen Vertrauensvorschuss gegeben, so wie die Anneliese das gesagt hat. Und habe immer lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, also eigentlich darf da etwas nicht so, wie es sein könnte. Die beste Manipulation, die klarste ist ja, wenn du sagst, möchtest du nicht gerne in die Küche gehen? Und nein, also so macht er das nicht. Also das ist verbal schon
wenn du jetzt schon gerade stehst oder aufgestanden bist. Ja, du also, stehst gerade, ja. Ja, und ich gehe ja so schlecht und ich bin ja so arm. Also. Wie wäre es, wenn es nicht Manipulation wäre? Wenn er, was würdest du dir da erwarten, dass er sagen würde? Könntest du mir das bringen, bitte? Genau. So einfach ist das. Also, natürlich bringe ich es. Kein Problem. Aber es ist also schon das Gefühl da, dass man nicht jemanden ordert, etwas zu tun, sondern man gibt ihm die Möglichkeit und so weiter und so weiter und so weiter. Irgendwas ist mir vorhin aufgefallen, dass im, weiß es nicht, was hast du gesagt, dass man bei gewaltfreier Kommunikation nicht lobt. Warst du das, Anna? Ja, ich habe das gesagt. Und warum nicht? Weil das manipulativ ist. Lob immer manipulativ ist? ja, also da fällt mir der Alfie Kohn ein. Also diese Bücher Punishing by Rewards, also Belohnung, Lob, also dass man den anderen sozusagen die interne Motivation wegnimmt. Hängt das nicht von der Art des Lobes ab? Die intrinsische Motivation nimmt man. Also das ist schon, geht schon, also das ist gemeint eher Belohnung, aber Lob ist ja auch, also das, die eine Sicht ist, wer bin ich, dass ich sozusagen, das hast du gut gemacht. Also da ist ja ein, also wenn wir es ganz plakativ machen, dann ist ja da ein unglaubliches Urteil, eine Anmaßung. Ja, und deswegen, also weiß ich einfach aus der, oder habe ich auch gelernt, dass man wirklich versucht zu formulieren, welches Bedürfnis mir der andere erfüllt hat und nicht, dass ich die Wertung auslasse. Also ich finde das super. Also ich weiß nicht, ob das ein Lob ist, aber ich finde es halt dann super irgendwas. Ne? Also wenn irgendwas wirklich gut und toll gemacht ist, war mein Enkel, der jetzt die Wohnung renoviert von meiner Mutter, ungemeine Akribie und so, also das finde ich toll. Ja. Ja, da kann man halt mit einer anderen Perspektive drauf schauen. Nicht hast du gut gemacht, sondern wow, ich bin jetzt ganz total erleichtert oder ich finde es wunderschön, mir gefällt es gut. Also ich finde, ich bin total froh um diese Bewusstheit, dass ich es anders formulieren kann. Ja, also da bin ich sehr froh um die GfK-Schulung. Oder so vorauseilendes Lob, das dann echt manipulativ ist, wenn jemand sich weigert, dann zu sagen, also das ist echt eine schwere Aufgabe, da muss man schon wirklich ein Genie oder ein genialer Profi sein, um das hinzukriegen. Und dann entsteht vielleicht, wenn man das intensiv genug macht, die Motivation, das trotzdem zu tun, aber es ist natürlich vollhin manipuliert. Also mir ist noch ein ganz anderer Gedankengang, diese ganze Geschichte, wie kommt ein Gedanke in meinen Kopf? Also dieses einfach, dass wir in einem Feld sind, in einem Informations- und Energie- oder eher Energiefeld. So diese Frage eben, wie kommt ein Gedanke? Wurscht, ob es jetzt ein aktuelles Thema ist. Also was ergreift mich und ist nicht das alles schon, also über die Medien, also alles schon das Thema der Manipulation. Welche Themen sind ausgewählt? Welche springen mich an? Wie oft ist die zum Beispiel Wiederholung? Also dass man ja, das weiß man heutzutage, dass, und da hat sich, hat ja der Goebbels zum Beispiel irgendwie das bewusst gemacht, sozusagen eine Unwahrheit oft genug wiederholt wird zur Wahrheit. Also unser Hirn, also wie wir ticken, also unsere Wahrnehmung, also das ist unglaublich, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja, und gerade über Bilder kann auch ganz arg manipuliert sein. Ne? Diese damals, die Bilder aus Bergamo, das war ja alles nicht so, wie es schien. Ne? Aber da hat man damit die Leute in die Stimmung gebracht, dass da was ganz Fürchterliches passiert ist. Und gerade über Bilder, die gehen noch viel schneller rein als Wörter. Ne? Also, ja, du kannst ja so kurz nur schon ein Bild, das du es gar nicht wirklich bewusst registrierst, wenn sie schreiben jetzt schon immer Product Placement bei manchen Filmen vorher, aber ja. Oder auch subliminale Messages in irgendwelchen Videos oder sowas, das kriegst du gar nicht mit und trotzdem bist du manipuliert. Ne?
das ist eben die Art der Manipulation. Ja. Und die kriegt man nicht mit. Also das ist wirklich, das ist eine echte Gemeinheit. Ne? Ja, gehen wir doch mal auf das Thema, was du gesagt hast, die Selbstmanipulation. Das tun wir ja auch. Wie die Anna sagte, man kann nicht nicht manipulieren. Wo manipulieren wir uns selber? Und aus welchem Grund? Und kriegt man es überhaupt mit? Also ich verstehe das nicht mit der Selbstmanipulation. Ich verstehe Selbstführung, also oder was weiß ich, eben diese, ja, Selbstführung, aber Selbstmanipulation, na, das ist für mich, müsste mir jemand erklären, was ist das? Was ist das, Heidi? Frag die Monja. Ich habe ein Beispiel. Eine Frau aus meinem Umfeld, die 100 Kilo wiegt, die doch tatsächlich jetzt zu mir gesagt hat, nee, also so viel Übergewicht habe ich ja gar nicht. Die hat ein Bild von sich, dass sie kein Übergewicht hat. Und 100 Kilo ist doch schon aber einiges. Ja, und sie hätte auch genug Muskeln und was weiß ich was. Und als wir zusammen spazieren gingen, habe ich gemerkt, dass sie trotzdem sehr viel schlechter geht als ich. Aber sie bleibt bei der inneren Überzeugung, dass sie kein Übergewicht hat. Also abgesehen davon, dass ich niemanden beneide, der Übergewicht hat, weil das tatsächlich eine schwierige Situation ist. Aber ich sehe das trotzdem, dass sie sich, dass ihr Selbstbild da ganz schön manipuliert. Also es kann auch ganz hilfreich sein, wie die Vera Birkenbiel zum Beispiel immer wieder betont hat, wenn man eigentlich schlecht drauf ist und dann eine Minute lang absichtsvoll lächelt, dann bessert sich die Stimmung tatsächlich. Und das ist auch Manipulation. Ich mache das absichtlich, weil ich etwas erreichen will. Die Birkenbiel war ja auch ziemlich übergewichtig, sagen wir mal so. Ne? Also, und noch die Frage, Marilos, deine Bekannte manipuliert sich, um sich besser zu fühlen? Oder berechtigt zu fühlen, viel zu essen? Ich schätze, ja. Um sich nicht geächtet zu fühlen in der Gesellschaft. Mhm. Weil Übergewichtige schon doch ein bisschen schief. Ja, hat man nicht den besten Blick in der Gesellschaft darauf hat. Also bei mir läuft es unter Denial. Also man verleugnet sozusagen eine Wahrheit. Das ist ein Verteidigungs- oder Abwehrmechanismus. Also läuft jetzt bei mir so dieses, das ist ein Schutzmechanismus, um eben die traurige oder bedrohliche Wahrheit nicht spüren, also Gefühle abzuwehren. Ist ja trotzdem eine Manipulation, wenn man sich das so zurechtlegt. Und ich kann jetzt trotzdem nachher noch einmal was essen, weil ich bin ja so übergewichtig nicht. Ne? Und Übergewicht beginnt erst bei 120 Kilo oder so, oder? Ist ja, genau. Also für mich ganz sicher. Ich bin aber noch nicht bei 100. Ich kann das nicht einordnen unter Manipulation, aber das muss ich ja nicht. Das wäre also dann, dass Manipulation eine Verleugnung realer Tatsachen ist. Also ich habe witzigerweise vorgestern war ein der Brunnen, der Live-Brunnen, ist ja sozusagen das Modell, was ich nach Gauting verfrachtet habe. Und da waren 7 Frauen da und das Thema war sich zeigen. Und jetzt habe ich den Faden verloren, warum ich das jetzt... Nochmals, was hast du jetzt gesagt, Monja? Jetzt bin ich gerade ausgestiegen. Jetzt bin ich gerade rausgefallen. Warte mal.
Selbstverleugnung. Nee, es ist weg. Vielleicht kommt es wieder. Sorry. Haben wir es jetzt nicht notiert? Aber ich war jetzt im Strom mit, also ich bin mitgeflossen mit dir. Ja, und was war an dem sich zeigen? Jetzt fällt es mir ein. Und dann habe ich war ja Gastgeberin, ich habe es vorbereitet, so 10 Minuten. Und da waren die 4 Schritte von Spiral Dynamics. Also sozusagen Clean Up, Grow Up, Wake Up und Show Up. Und Show Up war das letzte, zeig dich. Und da war eben dieser Schritt eben, dass das Clean-up, also sozusagen zu erkennen, das ist der erste Schritt von diesen 4 Entwicklungsmöglichkeiten einer persönlichen Entwicklung. Dieses sich selbst erkennen in den Schattenaspekten. Und dann müsste man ja draufkommen, dass man sich selber in die Tasche lügt. Das ist das Wort, sich in die Tasche lügen, das ist sich selbst manipulieren, das meinte ich damit. Also, dass du dir selbst was vormachst, um etwas Schmerzliches zu vermeiden oder was auch immer. Das ist ein komischer Ausdruck, sich in die Tasche lügen. Ich habe das jetzt auch in unserem Umfeld gemerkt, wo ein Mann also seit Jahren also mit dem Krebs und er hat also Polyneuropathie, also verliert die Kontrolle über die Muskeln, sollte jetzt, also, weil er unbedingt nach Hause will, eine 24-Stunden-Pflege, kann sich nicht einmal selbst im Bett umdrehen, aber er nimmt an, wenn er nach Hause kommt, dann kann ihn die Pflegerin anziehen, in den Rollstuhl setzen und er wird alleine die Oper fahren, weil das ist sein Lebensinhalt, in der Oper zu sein. Und das ist auch, also ich habe es Realitätsverlust bezeichnet, aber es ist natürlich auch ein sich in die Tasche lügen. Das wird dann alles besser, wenn ich zu Hause bin. Weil in der Rehab haben sie also hinausgegangen, sie können nichts mehr machen für ihn und im Spital. Lassen Sie ihn erst gehen, wenn er eben ein Pflegebett hat und eine Pflegerin. Und die Frau selbst ist also auch ziemlich schlecht beisammen. Und ja, aber habe ich ein Recht zu sagen, du, das ist ja technisch nicht möglich, was du da willst. Kann ich das? Also da merke ich, dass ich zurückzögere. Zusammen. Das ist in die Tasche gelegen. Ne? Du kannst ihm ein Abonnement von medici.tv schicken. Das sind ganz, ganz viele Opern und zum Teil auch Premieren, also Live-Sendungen und so. Der Mann hat ein riesiges, also der ist sein Leben lang nur mit Oper beschäftigt. Der hat also so viele, er könnte so viele Platten hören und aber es geht ihm darum, ich weiß nicht, ja, also ich kann es in der Situation, ich weiß nicht, ob du also dann, wenn du auch so viel Medikamente und alles hast, ob du dann wirklich noch zielorientiert denken kannst oder realitätsbezogen denken willst. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also wir, nur mein Mann und ich sind irgendwie ziemlich, ja. Ja, aber dann ist es, wenn du das sehen kannst auf dem Computer, dann ist es ja nicht nur hören. Dann kannst du ja wirklich dich da hinein, so als wärst du drin. Bist natürlich nicht in dem Raum, aber wenn es dann noch eine Premiere ist, also eine Live-Sendung, dann bist du ja wirklich dabei. Wie heißt das? Medici.tv. Das gibt es kostenlos, da kannst du aber die Sachen nur 3 Monate lang sehen und nicht ins Archiv gucken. Und wenn du, ich glaube, es kostet 6 Euro im Monat. Dann kannst du Riesenarchiv und wirklich tolle Sachen. Nicht nur Opern, also auch Konzerte und solche Sachen. Ganz, ganz, ganz schön. Und es macht was. Man kann, also ich gucke ja viel, ne? Und dann kannst du bei Sachen dabei sein, die du dir sonst nie leisten könntest. Also für mich nach Salzburg zu den Festspielen, der Öffnungsveranstaltung, das kann ich nicht, ne? Erstens ist es zu weit und zweitens wahrscheinlich auch zu teuer.
Und dann sitzt du da bei dir gemütlich zu Hause und schaust das an. Also das ist schon was. Und du weißt, du bist gerade live dabei. Es ist ja noch schöner als die Aufzeichnungen. Ja? Dann sind dann auch genauso die Pausen. Dann dazwischen musst du halt warten, bis es wieder weitergeht. Und so. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Dass der äußert ja eine Hoffnung und ja. ein Bedürfnis. Und das ist halt ein bisschen weniger als direkt in der Oper sein, aber durchaus ein guter Ersatz, finde ich. Da war vor kurzem gerade Rigoletto aus der Scala, glaube ich, haben sie reingestellt gehabt. Ganz schön. Ja, Manipulation. Mich hat noch ein bisschen vorhin mit dem Loben, das hat mich noch ein bisschen gestört. Aber wie tust du dann Wertschätzung ausdrücken? Also ich finde, ist schon schön. Also ich sehe das ja zum Beispiel bei meinen Hunden, ja. Wenn du sie lobst, dass sie was gut gemacht haben, dann freuen die sich. Und ich denke, Kinder tun das genauso und ich denke, Erwachsene tun das auch so, dass sie eine Bestätigung sehen, wenn jemand das gut findet, was du gemacht hast. Aber du hast gesagt, es liegt an der Art und Weise, wie man sagt. Also es gibt schon diese Hundeerziehung, also Marshall Rosenberg oder die GfKler, die sagen ja, unsere Schule mit Lob und also mit Belohnung und Strafe ist nichts anderes wie Hundeerziehung. Also, aber Strafe tue ich nicht beim Hund. Ich mache klar, aber was für mich neu war, dass dieses Punishing by Rewards, dass Belohnungen etwas kaputt machen in dem anderen. Diese intrinsische Motivation, die geht kaputt. Also da ist sozusagen, weil dann lauert ein Kind oder auch ich als Erwachsener auf ein Lob, Anerkennung von außen. Und das von innen, die Motivation innen geht kaputt. Und das war für mich eine ganz wertvolle, sozusagen ein Lernprozess, dass ich das wirklich übernehmen kann. Du meinst, man wird dann abhängig davon, dass jemand sagt, du hast es gut gemacht. Ja? Die Selbstmotivation geht weg. Ja, ja, jetzt verstehe ich das. Ja, danke. Mhm. Ja. Auf den ersten Blick klingt es komisch, ne? Dass Lob eine Manipulation sein soll. Ja, schön. Was mir jetzt noch einfällt, ist, also in unserem Bekanntenkreis gibt es auch also, die Gefühlsmanipulation, also das jemand ist fürchterlich traurig, wenn du das machst. Also auf die Weise die Kinder erziehen. Und wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das gibt es nicht. Das ist doch, dass es immer noch so ist. Ne? Aber, na, komm. Jetzt bin ich unscharf geworden. Ja, aber auch das ist also auch nicht echt gefühlt. Also ich bin fürchterlich traurig, wenn du das jetzt machst. Ne? Das finde ich ganz besonders böse, weil das nämlich so Schuldgefühle und wie sagt man, Gefühl von nicht richtig sein auslöst. Ne? Und, aber so sind Kinder Generationen erzogen worden, offensichtlich. Also. Ja, ich ganz sicher. Aber dass es jetzt immer noch so ist, ja, ich habe es ja auch gesehen, das sieht man ja auch. Hat sich nicht so viel getan, wie man gehofft hätte, sagen wir es mal. Ja, ich sehe auch den Satz, ich mache mir Sorgen, den manche gebrauchen, um den anderen dazu zu bekommen, etwas nicht zu machen. Das ist auch Eltern, die damit ihre Kinder in sozusagen einengen. Ja, und du musst rechtzeitig nach Hause kommen, weil sonst kann ich nicht schlafen oder sowas. Ne? Kann ich schon verstehen, aber es ist trotzdem eine Manipulation. Ja, also bei unseren Enkeln war das sehr bald klar, der Opa ist immer sehr besorgt, aber die Oma nicht. Und das hat das irgendwie ausgeglichen. Also das war... Sie haben beides irgendwie vielleicht gebraucht, ich weiß es nicht. Aber, ja. Kommt halt sehr auf deine, wie du als Kind erzogen wurdest, also auf das Urvertrauen auch an, meiner Ansicht nach. Und manche Menschen sind halt ängstlicher.
Ich meine jetzt nicht die Vierer. Was? Die Vierer? Was die Vierer? Enneagramm 4, ja. Wir sind so. Auch ängstlich. Aber die Sechser, ja, da gibt es noch die, die das kontraphobisch sind, nicht? Die sehen so aus, als hätten sie keine Angst, aber stattdessen sind sie ja von der Angst getrieben. Sind wir beim Enneagramm gelandet gerade. Tja, haben wir noch was zum Thema? Ich meine, also, was mir eingefallen ist, auch noch, wie ich der Anna zugehört habe, schwer zu formulieren, wie weit man sich manipuliert, damit man sich wohlfühlt. Also wie du gesagt hast, dass du den Kopf in den Schoß auch von jungen Männern legst, okay. Ja. Aber das ist für dich eine Ganzkörper- oder Ganzwesenserfahrung, nehme ich an. Ne? Also das hat damit was zu tun, also da sitzen dann manchmal die Leute, die am Rand einfach mal Pause machen oder so, und das ist eine vertrauensvolle Atmosphäre, und da kann man dann eben vorsichtig, achtsam gucken, ob es gerade passt, also weil du bist ja nicht jemand, so einfach da jetzt ja, überfordern, oder also es muss ja immer auch die Möglichkeit für den anderen sein, nein, es passt nicht zum Beispiel, und ich wollte eigentlich damit nur beschreiben, diese Entspanntheit, und für mich hat, dass ich nicht manipuliere, sondern klar bin und spüre, passt es jetzt gerade in die Situation, und nicht eben irgendwelche Erwartungen habe. Und ich denke jetzt das ganze Partnerschaft, also oder zwischen Mann und Frau, also mein, ich habe halt aufgehört, also weil ich so für mich beschlossen habe, das ist vorbei, und ich muss sagen, seit ich das so für mich beschlossen habe, dass ich nichts mehr erwarte, kann ich einfach eben auch auf, ihr wurscht, ob Mann oder Frau, ich kann entspannter auf die Menschen zugehen und mich zumuten. Also das ist für mich eine Ausweitung meiner Freiheit. Und vorher habe ich mich selber manipuliert sozusagen oder eingeengt, um Gottes Willen, was denken die anderen? Also da bin ich nicht authentisch oder unfrei. Also so kann ich es, glaube ich, beschreiben. Es gibt da in der Metamoderne auch den Begriff des Sklavengehorsam, also die vorauseilende Gehorsam. Und das ist etwas, was ich also auch sehr oft merke und sehr genau beachte und beobachte. Was tut man denn alles, um geliebt zu werden? Oder um nicht aufzufallen und nicht herausgefordert zu werden von anderen oder sowas, sondern dann in der Masse unterzugehen und so. Da hat man ja reichlich Beispiele in der Vergangenheit. Es gibt noch einen Bereich, fällt mir gerade ein, alle Diplomatie ist im weitesten Sinne Manipulation, weil man immer schaut, was sagt man und was sagt man nicht. Also wo lässt man den, legt man etwas nahe, wo man hofft, der andere zieht seine Schlüsse draus, aber eigentlich, ja, man hat nicht gelogen, aber man, ja, hat halt suggestiv etwas so formuliert, dass es dann schon so aufgefasst wird, wie man es gerne hätte zum Beispiel. Also das kann auch durchaus nützlich sein, aber oder hilfreich in bedrohlichen Situationen. Aber die Frage ist, was passiert letztendlich durch diese ganze Diplomatie, die ja eigentlich auch aus Angst gesteuert ist, natürlich. Also wenn wir radikal ehrlich wären an bestimmten Stellen, was passiert dann? Es ist doch so wie so ein Spiel, nicht? Wenn du radikal ehrlich bist, ich kriege öfter mal gesagt, ich sei so furchtbar direkt und sowas, weil ich eben keine Diplomatie habe offensichtlich. Und es wird von vielen Menschen als Angriff verstanden, wenn man es nicht verpackt irgendwie in irgendwelche süßen Wörtchen. Ja, und komme ich auf die Frage, was wäre, wenn wir alle unsere Gedanken lesen könnten? Da hätten wir doch eigentlich Frieden, und oder? Da könnte man eben nicht mehr manipuliert werden, weil man ja sehen kann, was der andere für Hintergedanken hat und so.
Dann könnte man auch wieder vertrauen, wenn man merkt, der andere hat keine Hintergedanken. Aber was hat er auch andere Konsequenzen, nicht? Dann hast du ja gar keine Privacy mehr. Notlügen gehen auch nicht mehr. Oder diese konstruktive Art von Manipulation geht auch nicht mehr. Ja, Notlügen sind ja auch Manipulation, ne? Ja, natürlich. Manipulation pur, würde ich sagen. Notlügen. Herr Jeff Sossmann hat es mal aufgeworfen, die Frage, was wäre, wenn wir alle unsere Gedanken gegenseitig kennen könnten. Ja? Diplomatie geht dann nicht mehr. Aber es würde auch voraussetzen, dass man die eigenen Gedanken kennt, und das tut man ja auch nicht. Also ich habe an mir selber Situationen erlebt, wo ein Gedanke, den ich noch gar nicht richtig fassen konnte, so schnell konnte ich gar nicht zuschauen, war der wieder verschwunden, und zwar so nachhaltig verschwunden, dass er erst Tage später wieder an die Oberfläche kam, als mir dann klar wurde, weswegen die Situation mich in Panik versetzt hat, sodass selbst der eigene Gedanke nicht mehr greifbar war. In einem Umfeld, wo ich wusste, das ist sehr spürig und die können quasi so ähnlich wie Gedanken lesen, habe ich das schwupps, ohne absichtliches, bewusstes Zutun, sofort so gut versteckt, dass ich selber nicht mehr dran kam. Und ich vermute mal, also nachdem man immer hört, unser Gehirn ist letztlich ein Filter und die vielen Eindrücke, die da sind, kommt ja nur ein winziger Bruchteil durch, denke ich auch, es gibt viele unbewusste Gedanken, die wir selbst gar nicht greifen und beobachten können. Also würde uns das Gedankenlesen vielleicht auch nichts nutzen. Die Buddhisten haben da auch in einer Lehrrede Gewahr jedes Gedankens im Entstehen, entzieht man sich selbst. Das finde ich ja so, die Lehrrede der liebenden Güte. Das ist also auch eine Litanei, und die eine ungemeine Wirkung hat. Also die, sage ich nicht, habe ich irgendwann auswendig gelernt, und das bin ich sehr froh darüber. Aber wenn du bedenkst, dass du am Tag zigtausend Gedanken hast, so viel kannst du gar nicht aufpassen. Meinst du? Du kannst nichts anders machen. Ja, ich habe sonst nicht viel zu tun. Ja. Wobei natürlich, sind wir wieder beim Wort konstruktiv, konstruktive Gedanken, jetzt muss ich die Blumen gießen, da brauche ich nicht viel überlegen, aber wenn ich merke, dass irgendwo ein Gedanke auftaucht, der nicht sehr positiv ist oder kritisch oder wertend, dann kann ich mir das schon anschauen. Also da bin ich schon jetzt recht gut, dass ich mir selbst auf die Finger klopfe. Ja. Meinst du, das Fingerklopfen ist gut? Das ist doch wieder die alte Methode. Soll man nicht machen. Oh. Pfui. Oh Gott. Ja. Marie-Rose, du warst jetzt eine ganze Zeit stumm. Hast du noch, weil wir machen jetzt sozusagen eine Endrunde, was wir noch dazu zu sagen haben. Nee, da ist gerade nichts. Ich merke gerade, dass eine unglaubliche Müdigkeit mich überkommt. Ja, du darfst ja gleich ins Bett. Ich habe da noch eine Frage, aber das können vielleicht auch, wenn du es abstellst, wegen der Zeit, der Uhrzeit. Ja, ja. Genau, machen wir dann. Mach mal eine Auscheck-Runde. Ja. Wer mag als erstes? Gut, ich habe nur noch das Statement. Ich will dich nicht dazu manipulieren, dass wir früher anfangen, aber ich bin dann auch schon sehr müde. Das war mein Checkout-Statement. Alles klar. Also ich bin froh, dass wir um 8 anfangen, weil dadurch kann ich beides miteinander verbinden. Und mir ist ein Schlussgedanke noch, dass ich einfach diese Diplomatie, also das ist auch deswegen, weil Diplomacy ist die Gabe sozusagen von Konflikt zum Frieden, ist Diplomacy die Gabe. Und da merke ich einfach auch wieder GfK auch, dass das ja die Brückenbauer sind letztendlich, wenn du einfühlsam bist, wenn du, also dass du eben nicht schroff und eine Mauer aufbaust, sondern dass du wirklich eine Brücke baust. Und das ist, finde ich, also eine absolute Qualität und konstruktive Fähigkeit. Da mag ich den Begriff Manipulation gar nicht verwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber danke
dass ich da hier mit dabei sein darf und durchaus ein spannendes Thema. Danke. Ja, dann mache ich mal weiter, weil den Gedanken, mir war das auch, Diplomatie muss nicht unbedingt destruktiv und manipulativ sein. Und es gibt Menschen, die sind authentisch diplomatisch. Die haben da Talente oder haben das geübt und das gelernt und sind trotzdem authentisch und integer. Diplomatisch sein muss nicht unbedingt irgendwie aufgesetzt sein oder berechnend und wie auch immer. Ja, ansonsten, ich mag mich einfach nur verabschieden. Ist okay. Ja. Ich gebe dann weiter an dich, an Annalisa. Dankeschön. Also ich fand das jetzt sehr bereichernd. Ich habe so das Gefühl, man könnte da noch ewig weiter reden und das auseinandernehmen. Das sind so viele Themen angerissen gerade, aber es hat schon so ein paar Denkprozesse angestoßen und das fand ich jetzt sehr inspirierend. Dankeschön. Ja, fand ich auch. Es kamen so Aspekte auf, an die ich vorher nicht hätte denken können oder mir nicht gekommen sind. Woher kommen die Gedanken? Die kamen von euch. Ja, ich danke euch und wir sehen uns dann das nächste Mal.